Es ist ein Verein mit langer Tradition. Seit den 60er Jahren sind die Reitpferde in Fellbach eingezogen. So ist aus einem stillgelegten Kuhstall längst eine moderne Reitanlage entstanden. Reiter verschiedenster Disziplinen sind genau wie die 2002 gegründete Voltigiergruppe an der nordöstlichen Stadtgrenze Stuttgarts zu Hause. Mit über 200 Mitgliedern und 71 Jugendlichen ist die Fellbacher Truppe bestens aufgestellt. Und Vielfalt ist für die Mannschaft um ihren ersten Vorsitzenden Jürgen Geiser an 365 Tagen im Jahr Programm. Wir als Reit- und Fahrverein Fellbach e.V., wir sind ja am Rand von Stuttgart. Wir bieten eine sehr vielseitige Ausbildung erstens und zweitens, was wir tun, wir haben auch Kooperation mit Schule und Verein. Und was wir natürlich auch haben, wir schauen, dass die Pferde, jedes Pferd hat hier eine Koppel. Wir schauen von Breitensport bis hin zum Spitzensport, dass wir eine gleichmäßig aufgestellte Gemeinschaft bilden, weil das ist das, was unser Verein auszeichnet. Dass in diesem Verein von Stillstand keine Spur ist, das weiß auch Stallmeisterin Christiane Klein. Besonders macht hier einfach, dass wir immer wieder Neues einfach aufbringen und nie stillstehen. Wir entwickeln uns stetig weiter und finden auch immer für jedes Pferd eine spezielle Lösung. So haben sich die führenden Kräfte die Agenda 2025 selbst auferlegt. Weitblickend wird an den Stellen Geld in die Hand genommen, die für den Reit- und Fahrverein Fellbach zukunftsweisend sind. Und da stehen die 5 eigenen Schulpferde mit dem eigens gegründeten Fonds an vorderster Stelle. Für ihre Schulis, wie die Fellbacher die Allrounder nennen, wird besonders durch Tombolas und Spenden dabei das notwendige Kapital gesammelt, um ihnen während und nach ihrer Vereinstätigkeit ein besonnenes Dasein zu schenken. Für die Schulreiter ist genau wie für alle anderen Pferdesportler vor Ort Pferdewirtschaftsmeisterin Susanne Lillig die unterstützende Kraft. Ich bin seit 2002 hier im Reitverein Fellbach, seit 15 Jahren und zu meiner Aufgabe gehört eigentlich alles rundherum um den ganzen Reitbetrieb. Schwerpunktmäßig habe ich mich aufs Dressurreiten spezialisiert und den Schulbetrieb, die Jugendförderung und dressurmäßige Ausbildung. Beide Hände voll zu tun hat Susi Lillig besonders dann, wenn traditionell Mitte Juli das Fellbacher Reitturnier ausgetragen wird. In diesem Jahr stand die 39. Auflage dieser besonderen Reitsporttage an. Hier wurden erneut für alle Altersklassen die Tore geöffnet. Von den Kleinsten in der Vierzügelklasse bis zu den Routiniers in der Klasse S folgen die Reiter immer wieder gern der Einladung der beiden Turnierleiter Jürgen Geiser und Dr. Dorit Münker. Dass die halt einfach total freundlich sind. Also ich komme echt gerne her, regelmäßig, jedes Jahr. Und ja, also ich finde die Bedingungen mit dem Platz, seitdem der eben ist, wunderbar. Also die Veränderung, das merkt man halt auch sofort. Meine Stute findet es super, jedes Jahr, muss ich sagen. Ja, also das ist eins, wo ich echt gerne herkomme. Und es ist naheliegend für uns vom Burgerzoo. Ich bin die Lisa Bandholz, komme aus dem Reitverein Nürtingen und komme immer wieder gerne nach Fellbach, weil sie einfach gute Böden hat. Die Turnieratmosphäre schön ist und alle Leute immer freundlich sind. Und es hier natürlich auch immer eine gute Bewirtung gibt. Also ich reite seit 10 Jahren hier und einfach die ganze Gemeinschaft, wie alle miteinander umgehen, wie sie miteinander reden. Das Training macht Spaß, die Pferde sind toll und das ganze Verhältnis einfach. Also ich reite hier schon ein Jahr und mir gefällt hier die Gemeinschaft besonders und die Leute sind einfach nett. Wir haben eine tolle Anlage, die Turnierspringwiese ist ein totales Highlight und die Abreitewiese zum Springen, die ist auch richtig cool. Das Geheimnis hinter dem Erfolg eines Turnieres, das sich ständig weiterzuentwickeln weiß, kann wohl niemand besser erklären als der erste Vorsitzende selbst. Die Entwicklung unseres Turniers in den Anfängen, kann man ja nicht sagen, ist auch landwirtschaftlich geprägt von der Stadt Fellbach. Heute stehen wir als eines der größten Reitturniere vom PSK Remsmoor. Wir sind auch seit zweiten Jahr als Ausrichter von der Kreismeisterschaft in der PSK Remsmoor. Und viele Reiter kommen gern zu uns, weil die Atmosphäre hier auch sehr familiär ist und wir natürlich auch hervorragende Küche, also Verköstigung haben. Und das schätzen und lieben die Reiter und ihre Begleitung.
Zu den Höhepunkten der beiden Tage gehört auch der Auftritt der vereinseigenen Voltigiergruppe. Daraufhin wird lange im Vorfeld hingefiebert. Denn vor heimischem Publikum aufzutreten, ist für die L-Gruppe etwas ganz Besonderes. Es ist hervorragend, vor eigenem Publikum zu Hause mal was zeigen zu können. Denn in den Trainingsstunden sind wir nicht so gerichtet wie heute. Und es sieht dann wunderschön aus, wenn die Kinder dann auf dem Pferd turnen und sich dann entsprechend zur Musik bewegen. Ist super schön, das auch hier zeigen zu können. Zweifelsohne zu den Publikumsmagneten zählt auch das fest im Programm verankerte Jump and Run. Kaum mehr ein Platz ist dann auf den Zuschauerrängen zu finden. Da hatte es sich auch Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen. Also der Verein ist generell sehr wichtig für unsere Stadt in der Vereinslandschaft. Er ist sehr, sehr gut aufgestellt und mit diesem Reitturnier stemmt der Verein natürlich auch wirklich viel. Es gibt eine Agenda 2025 und da sieht man auch, dass der Verein einfach in die Zukunft schaut. Dieses Turnier hier allein zu stemmen, auch mit vielen Ehrenamtlichen, das spricht für sich. Und insofern sind wir froh, dass wir den Verein haben, so gut aufgestellt und vor allem auch für die Zukunft aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist sehr gut, der Blick ist auf den Jugendlichen. Und das ist für mich als neue OB in dieser Stadt sehr, sehr gut und freue mich auf die Zusammenarbeit auch mit diesem Verein. Schon jetzt machen sich die Veranstalter bereit, um auch bei der 40. Ausgabe des Fellbacher Reitturniers für beste Bedingungen zu sorgen. So heißt es in Fellbach, nach dem Turnier ist vor dem Turnier.